Heute wollen wir mal uns verschiedene Gin-Tonic-Rezepte angucken. Die besten Gin-Tonic-Rezepte. Ich muss natürlich dazu sagen, gibt es wirklich die besten Gin-Tonic-Rezepte, weil das hat ja auch immer mit Geschmack zu tun. Für uns sind es jetzt mal, wir haben drei verschiedene rausgesucht, das ist der Sommer 2022. Die aktuellen besten Gin-Tonic-Rezepte oder feinsten, schönsten, spannendsten. Das ist einmal hier der Bobby's mit einem Tonic Water, dann der Brewdog Lone Wolf und hier haben wir nochmal eine Dreierkombination, nochmal mit einer weiteren Zutat. Ja, werden wir gleich euch alle dreimal vorführen und dann könnt ihr nachprobieren, wie sie für euch so sind. Bisschen was habe ich schon vorbereitet, Zesten, Gurke und so weiter, was man als Garnitur braucht. Auch Eis ist schon in den Gläsern drin. Hier habe ich auch jetzt den Bobby's schon mit reingegeben. Bobby's kennen vielleicht viele von euch schon. Das ist jetzt eine neue Variante und zwar der sogenannte Spice Blend Number One. Den haben wir jetzt seit etwa 2 Wochen hier bei uns. Und der hat nochmal Besonderheiten, nämlich drei Gewürze, die nochmal da besonders herausgehoben werden. Turmeric ist Kurkuma, Daun Salam, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist ein Lorbeerblatt und Galangal ist sowas ähnliches wie Ingwer. Und die sind alle relativ kräftig im Geschmack, das kriegt man direkt mit. Und ja, wir haben verschiedene Tonics ausprobiert, manche haben überhaupt nicht gut funktioniert und irgendwann sind wir dann auf das Dr. Polidori's Cucumber Tonic Water gekommen, also mit Gurke tatsächlich. Und das war sensationell, deswegen wollen wir euch heute das mal vorführen. Wie gesagt, Gin habe ich schon reingefüllt ins Glas, jetzt füllen wir ganz einfach mit Tonic Water auf. Und hier bietet sich dann tatsächlich auch die Gurke an, dann mit rein zu tun. Da nehmen wir so eine gedrehte Gurke. Kann man eine nehmen oder auch zwei. Das heißt, man schneidet die nicht in Würfel oder so, sondern schneidet sich solche schönen Stücke ab. Am besten einfach mit so einem Zestenreißer kann man das machen, runterschneiden, Sparschäler auch genannt. Und dann kann man das hier so reingeben. Ein oder zwei, wie man das möchte. So, jetzt probiere ich mal zum Wohle. Und hier hat man jetzt tatsächlich eine ziemliche Geschmacksexplosion. Also man hat was Süßes, Zimt kommt jetzt durch. Wobei, wenn man es pur trinkt, es gar nicht so zimtig ist, sondern eher so dieses Ingwernote und sowas im Mund hat. Also hier verändert er sich nochmal, aber ist echt, ja, es passiert unheimlich viel. Dementsprechend ist das eins unserer aktuellen Highlights, was Gin and Tonic angeht. Ganz wunderbar. Das zweite ist der Brewdog Lone Wolf Gin. Und zwar hier Kaktus und Limette. Kaktus und Lime. Brewdog kennen viele aus der Bierbrauszene. Das ist ein englisches Unternehmen, die auch hier in Berlin zum Beispiel verschiedene Pubs haben, wo man Bier trinken kann. Nur einige wissen eben, dass die aber auch destillieren. Und das hier Kaktus und Limette. Kaktus, sagt man so, ist die Königin der Nacht, denn die Kaktusblüte, die hier verwendet wird, die blüht tatsächlich immer nur nachts. Und so wird sie dann geerntet und kommt ja auch mit rein. Sehr spannend, auch im Pur zu trinken. Dann hat er so eine schöne Süße auch drin. Und den kombinieren wir jetzt nochmal mit einem Wildberry von Fevertree. Also auch kein gewöhnliches Tonic, sondern Wildberry ist auch gar kein Tonic, sondern eine Limonade. So, und das kann man aber auch sehr gut machen. Wir nehmen jetzt mal auch nicht ein normales Gin and Tonic Glas, also kein Long Drink Glas, sondern ein ganz normales Rotwein, Weißwein Glas. Und ja, da auch ganz klassisch 4 cl mit rein und dann einfach mit diesem Wildberry auffüllen. Und dann kann man hier jetzt einfach schön eine Grapefruit-Zeste dann einfach einmal drüber spritzen und mit reingeben. Das gibt dann nochmal so eine bisschen leichte fruchtige und Bitternote dann auch nochmal dazu. Man kann natürlich da jetzt auch irgendwie mit Basilikum, mit Minze oder sowas experimentieren. Aber wie gesagt, das ist nochmal was Schönes Fruchtiges. Ihr seht, sieht auch ganz interessant aus, so von der Farbe ist ganz abgefahren. Das ist jetzt was richtig, richtig Fruchtiges. Ich probiere es mal. Also hat eine leichte Süße, hat diese Berry-Aromen, also schöne Heidelbeer, so dunkle Beeren, Fruchtnoten. Und auch hier raus kommt so ein bisschen was Meloniges.
Also perfekt für den Sommer, wer es schön süffig, leicht süß haben möchte, ist das der perfekte Gin and Tonic tatsächlich. Nichts für den, der Wacholder sucht und der das Bittere sucht mit einem Tonic Water. Die nächste Variante ist der Sundown Gin, gepaart mit dem Thomas Henry Tonic Water und einem roten Wermut. Das ist ganz spannend, auch von der Farbe dann. Berlin Distillery Sundown Gin, ganz fruchtiger Gin. Auch da wieder 4 cl. Und dann Thomas Henry Tonic Water dazu. So, und ich hole nochmal schnell einen Eiswürfel. Das fehlt nämlich noch. Ganz wichtig immer, dass das Glas bis oben hin voll mit Eis ist tatsächlich. Also am Eis nicht sparen. So. Und dann kommt zum Schluss noch, wir haben jetzt hier von Heiko Hoos einen roten Wermut ausgewählt. Macht man dann tatsächlich so 1 cl, reicht da vollkommen. 1 bis 2 cl könnt ihr ausprobieren, ist dann auch ein bisschen Geschmackssache. Gibt man nochmal oben drauf. Ihr seht, das zieht sich jetzt so schön dadurch, also ist auch tatsächlich was fürs Auge. Nicht zu viel, sonst wird es zu bitter, aber wie gesagt, probiert mal aus. 1 bis 2 cl ist vollkommen in Ordnung. Und dazu könnt ihr dann eine schöne Orangenzeste nehmen, auch einmal drüber geben und rein damit. So, zum Wohle. Und das ist ganz spannend, der ist jetzt deutlich herber als der hier. Nicht so viel Süße. Der rote Wermut bringt noch was ganz, ganz Kirschiges mit rein. Der Sundown Gin eher so frische Aromen, der Kirsche. Und das Thomas Henry ist dafür perfekt, weil es sich nicht in den Vordergrund drängt. Und ich würde tatsächlich jetzt sagen, ich mache noch mal ein bisschen mehr von dem Wermut rein. Also allein das finde ich schon immer sensationell, wenn sich das da so schön durchzieht. Tatsächlich noch spannender, also könnt ruhig 2 cl mit reinnehmen. Ob ihr jetzt eine Garnitur noch mit reinnehmt oder nicht, ich persönlich würde es tatsächlich einfach weglassen, weil ihr habt sowieso schon so viel im Glas. Also dann lieber auf das achten, was da passiert und die Garnitur weglassen. Ja, das sind die drei Highlights im Moment. Drei schöne Gin and Tonic Rezepte. Viel Spaß beim Nachprobieren und Mixen.